Hallo und herzlich willkommen zum LS19, dem Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado und dem Lohnunternehmen Tiger Farm. Servus. Hallo. So, wir hatten gerade eine angeregte. Wir können starten, was die Tätigkeiten begehen. Und wir müssen noch kurz ein Thema klären. Und zwar hatte Mikado gerade gefragt, ob man denn das Farmhaus, was das Lohnunternehmen bauen soll oder schon gebaut hat, anteilig bezahlen kann. Pro Stunde irgendwie 500 Euro oder so. Genau, du meinst einfach so, dass pro Spielstunde oder wie meinst du? Ja, würde ich sagen. Oder pro Folge könnten wir auch machen. Aber es bleibt bei den 9.000, die wir zahlen müssen, meinst du? Ja. Okay, dann würde ich sagen, das ist dem Lohnunternehmen überlassen, wie er das abrechnen will. Wenn er sich darauf einlässt. Ob er das direkt haben will, alles, oder ob er das... Genau. Wenn es also mir ist es egal, Hauptsache das Geld kommt an. Genau, würde ich auch sagen. Und von dem her darf das Lohnunternehmen sich gerade mal notieren, dass... warum 500? Varuna LP bezahlt hat. So, weil Schulden offen, wir haben schon viel Kredit offen und viel mehr wollte ich jetzt nicht noch an Schulden haben. Ich frag mich, woher du schon so viel Geld hast. Tja. Das ist, ich habe gut gewirtschaftet, sagen wir mal so. Ich weiß auf jeden Fall, dass du durch Silageballen Geld verdient hast. Das habe ich nämlich gesehen. Tja. Kann durchaus möglich sein. Hast du denn schon geschaut, wie viel Geld ich überhaupt habe? Ja. Ah, okay. Irgendwas mit 132.000 hattest du. Gut, dann würde ich sagen, wir starten in die Folge jetzt auch richtig. Und wir sehen uns später wieder. Ciao. Ciao. Tschüss. So, das heißt, Mikado ist etwas irritiert, wie ich so schnell an Geld komme. Ich glaube, er hat nicht auf dem Schirm, dass es für diese Silageballen so viel Geld gibt. Ist halt auch wirklich heftig, ja. Und ich bin am überlegen, ob ich mir dann einen besseren Traktor kaufe. Nee, ich brauche noch ein Feld. Also wir verkaufen jetzt mal kurz die Ballen voll. Und dann brauche ich noch ein Feld. Wahrscheinlich werde ich mir die 3 holen oder die 2, wenn es Geld reicht. Tja, da ist Mika. Da bin ich ja ein bisschen glücklich, dass er merkt, dass wir richtig heftig ranwirtschaften. Weil am Ende wird natürlich das Ziel Gerste mit 250.000 Litern. Das wird so ein bisschen abhängig davon sein, wie viel Silo-Platz, wie viele Felder man hat. Wie schnell man wirklich dieses Ziel erreichen kann. Aber wenn wir die finanziellen Grundlagen schon mal schaffen, dann sollte daran später kein Problem mehr bestehen. Es wird jetzt nur so passieren, dass Mikado wahrscheinlich gleich auch Silage. Ups. Nein. Dass Mikado wahrscheinlich gleich auch seine Silageballen verkaufen wird. Der wird wahrscheinlich den Lohnunternehmer die Silageballen abfahren lassen. Oder? Ja. Der lässt den Lohnunternehmer die Silageballen abfahren. Dann werde ich doch hier mal kurz so ein bisschen im Weg rumstehen. Das bringt uns natürlich nichts. Ja, wir können hier mal... Ne, das bringt auch nichts. Wir können dem hier ein bisschen den Weg versperren.
Na, hat nicht gereicht. So, warte, warte, warte. Ups. Oh, da habe ich auch. Ich wollte mal gerade hier. Der fährt jetzt nämlich schon weg, das ist gut. Dann können wir hier kurz ein bisschen was organisieren. Klar kostet mich das Zeit, aber das ist es mir auch gerade ein bisschen wert. Nein! Doch, so passt. So, weil der Boykott an Mikado geht natürlich weiter, ja. Der ist noch lange nicht gestoppt. Wir müssen gucken, dass wir hier einen Vorteil behalten. Der Vorteil ist natürlich bis im Moment das Geld. Preis ist noch gleich. Aber wir wollen natürlich auch weiterhin immer einen Schritt voraus sein. So. Ich denke, wir können in der nächsten Folge unser Feld ernten. Das wird man einen Helfer machen lassen und das Lohnunternehmen darf nochmal Gras mähen. Achtung, Achtung, jetzt bin ich gespannt. Lohnunternehmen fährt an auf die Verkaufsstelle. Bin mal gespannt, was da jetzt gleich kommt. Achtung, jetzt müsst ihr sehen. Und jetzt? Lohnunternehmer steht. Er steht. Genau so muss das sein. Welcher Ladewagen? ja. Echt? Komisch. Oh, ja. Wer hat den da hin? Ja. Und der Lohnunternehmer steht immer noch. Er steht immer noch. Ja, das ist alles Zeit. Er steht immer noch. War da noch ein Ball? Nee. Wie funny ist das denn? Jetzt ist der Lohnunternehmer, glaube ich, durchgefahren. Mir gehört er nicht. Dann hat den... gut, also Ziel erreicht, ja. Der hat jetzt einen Haufen Zeit verloren, in der Mikado keine Ballen verkaufen konnte. Und darauf kam es mir an.
So, und wir sind nämlich gleich fertig mit Ballen. So, ist ja gut gelaufen, ja. Wir haben hier richtig ordentlich Mikado 1 ausgewischt. Lohnunternehmer konnte nicht arbeiten, das war Ziel der Sache. Ich glaube, wir haben dann auch alle Ballen hier zusammengesammelt. Das ist die letzte Fuhre, die wir abliefern können. Wir haben dann 170.000. Müssen wir mal gucken, ob wir da noch ein Feld irgendwie kaufen können. Ah ja, locker. Was kosten die zwei? Aber die wird zu teuer sein. 317.000. ja, ein bisschen Spaß muss sein, ja, ich muss auch die Challenge-Gegner hier, den Mikado, ein bisschen ärgern. Weil er wird jetzt natürlich durch die Ballenverkäufe auch ein Geld zulegen. Oh. Klopf, klopf. Klopf, ja, klopf. Ja. Ah, sie sind wieder rausgefahren. Ich dachte, sie stecken im Wasser fest, Mikado. Nee, da ist ein Silageball hingefallen. Ach so, das deswegen. Tut mir aber leid. Ich dachte. Ich wollte, alles gut. Ich wollte schon ein bisschen von hinten schieben. Nein, nein. Oh Gott. So, da hätte ich mal haben eine Frage, ne? Was denn? Haben Sie den Ladewagen dahin gestellt? Nee, keine Ahnung. Wie gesagt, den muss irgendjemand geklaut haben. Ja, wer kann das denn machen, außer Sie? Der steht ja richtig bescheiden hier. Das ist ja unglaublich. Ich weiß. Das steht wirklich bescheiden. Oh, Entschuldigung. Aber ja, man kommt ja gut dran vorbei, oder nicht? Gott. Ja, einigermaßen. ja, ich muss dann auch schon wieder los, gell? Ich wollte nur nach dem Ballen gucken. Nach dem L-Traktor im Wasser. Bis später. Ha. So, ja, der steht halt, ich habe den wirklich gut hingestellt. Der stand sehr, sehr gut im Weg. So, den zurück. Bin mal gespannt, ob eine Retourkutsche kommt, aber es sieht nicht so aus. Nö, alles gut gelaufen. Ziel erreicht, würde ich sagen, wirklich. Warte mal, kann ich hier vielleicht. Kann ich hier irgendwas aufladen? Weil ich weiß gar nicht, was mir davon gehört und wem was anderes gehört oder so. Wir hatten da Kalk gekauft. Eigentlich müsste Kalken aus sein. Kalk ist an? So, gut, habe ich mich nämlich gerade gewundert, weil da standen zwei Kalkpacks. So, was macht unser Feld? Das braucht noch ein bisschen. Oh, da hat jemand
was gekauft. Nochmal. Ich wundere mich übrigens, wieso wir bei der BGA. Wir haben die. Achso, warte mal. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Ja. Ich habe noch mal eine Frage, und zwar, was hatten wir denn letzte Woche besprochen wegen der BGA? BGA haben wir noch nicht besprochen. War das nicht, dass der Lohnunternehmer die bekommen hat? Bekommen sollte, genau, hatte ich auch so in Erinnerung. Und dass wir dann halt immer verkaufen dürfen. Genau. Oder wir die Ballen abliefern, das Lohnunternehmen verkauft. Und ich überweise das dann auch. Warte mal, wo ist denn überhaupt die BGA? Gibt es überhaupt eine? Links unten. Dann würde ich doch mal die BGA bitten, das Lohnunternehmen bitten, die BGA zu kaufen. Jupp, mache ich gerade eben. Ist getan. Okay, jetzt bin ich gerade mal gespannt. Nee, haben Sie jetzt in der Preisliste noch einen BGA-Punkt? Ja. Okay, das haben wir nämlich nicht. Also was? Im Moment ist in der BGA Silage 360. Vielleicht könnten wir das, wenn, dann so machen, dass wir ihm dann den Auftrag geben, dass er für uns dann immer die Silage verkaufen muss. Ja, schon, aber es macht ja wenig Sinn, wenn jetzt der Preis schlecht ist, dass er uns einen guten Preis zahlt. Ja. Also wir müssten halt den Preis anfragen und dann, wenn der Preis gut ist, um Verkauf bitten. Ja. Genau. Okay, gut. Was kann man da alles verkaufen? Nur Silage? Also, oder? Da kann man Silage, Gras und Heu verkaufen. Okay. Gut. Und Gülle und Mist. Okay. Und aus Gülle und Mist kommt Keres raus. Okay. Ja, das brauchen wir, glaube ich, im Moment noch nicht. Nee. Okay, gut, das... Na dann. Das war's. 2 Minuten noch. Okay. 2 Minuten noch. So. Das hatte ich mir nämlich gedacht, dass nur der Besitzer der BGA Zugriff auf den BGA-Preis hat. Aber dann müssen wir halt, je nachdem, wann die Ballen verkauft werden sollen, beim Lohnunternehmen anfragen. Was er denn für die Ballen haben will. Und dann die Ballen dorthin liefern und er verkauft sie uns. Oder schreibt uns dann halt den Preis gut. So, ich werde jetzt mal hier kurz drüber düngen, übers Grasfeld. Mal das funktioniert überhaupt. Ja. Müsste funktionieren. Ja, supi. Weil man kann Grasfelder natürlich auch düngen und die haben dann auch einen höheren Ertrag. So war es mir, glaube ich, ist es mir, glaube ich, bekannt. Falls ich mich da irre, schreibt es bitte gerne mal unten in die Kommentare. Aber ich dachte, das sei so. So, wir haben 170.000. Ich werde mal gleich noch zum Ende der Folge nochmal rübergehen und nachfragen. Jetzt müssen wir ganz schnell gucken, welches Feld wir uns kaufen wollen. Oder sollten. Die 3 vielleicht. Kostet 140.000. Was ist da drauf? Sonnenblumen. Sonnenblumen ist natürlich nicht so geschickt jetzt für uns, weil wir können die nicht abernten.
kostet 100.000 und da ist Kartoffeln drauf. Das ist natürlich auch nicht so geschickt. Das ist ein bisschen doof. Gut, was ist mit der 7? Der 7 ist da jetzt Gerste drauf. Ist das auch schon erntereif? Die 7 ist erntereif und da ist Gerste drauf. Die können wir uns kaufen. Oder wir kaufen uns noch eine Wiese. So. Hallöchen. Hallo. Folge ist vorbei. Am Ende angelangt. Und ich hätte noch eine kurze Frage. Ja. Und zwar, hat irgendjemand was dagegen, wenn ich Feld 7 kaufe? Feld 7? Nee. Eigentlich. Nee, habe ich nicht. Kein Problem. Kein Problem? Nee. Dann werde ich das so mitkaufen. So. Viel Spaß damit. Okay. Gut, vielen Dank. Nee, Moment, Motor können wir auslassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Mitspielerei. Und bis morgen, 14 Uhr. Haut rein. Ciao. Ciao. Okay.